Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening hier im Scream-Event, also eigentlich Trick-or-Treat-Event, heißt das Ganze ja. Aber wir haben sehr, sehr geile Packs auf jeden Fall am Start und können ziemlich viel öffnen. Wir können auch krasse Dinge öffnen. Wir fangen hier gleich mal an mit dem Herausforderungsmodus am Wochenende. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, auf den Sonntag gibt es ja noch eine richtig krasse Herausforderung. Da habe ich auf jeden Fall dann auch Bock drauf. Jetzt erstmal 92 bis 103 tradable. Mal gucken, was drin ist. Einfach mal gucken, was passiert. Natürlich ein Träumchen wäre jetzt ein Walkout, aber ich glaube mal nicht, dass wir jetzt hier raus ein Walkout bekommen. Ich drücke drauf, 3, 2, 1, meins, gönn. Kleine Packlack-Pfeife, let's go. Und Walkout, komm. Okay, was ist das? Treasure Hunt oder so? Das ist Matthew Lecky, oder? Ich glaube, das ist Matthew Lecky. Der hat mich damals so gebrochen in dem Event. Ja, es ist Matthew Lecky. Okay, gut. Aber immerhin, es ist ein Walkout. 92 bis 103, 94er nehme ich mit. 9 Millionen nehme ich auch mit. Und sogar ein Mascherano gezogen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mascherano habe ich jetzt auch noch ein paar am Start. Ich will ja noch mein Team-Upgrade ein bisschen weiterführen dann. Und da sind die Mascheranos auf jeden Fall super. Ansonsten, genau, endet in. Und dann haben wir hier, genau, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, ey, das sieht so krass aus. Das sieht so krass aus. 96 bis 103. Wahrscheinlich wird es sehr, sehr schwer, das zu gewinnen, aber ich habe auf jeden Fall Bock, Leute. Ich habe auf jeden Fall Bock. Könnt ihr dann auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat EA da mal was Ordentliches rausgehauen, kann man sagen. Da ist ja wirklich mal einiges mit dabei, diesmal. Genau, was haben wir hier noch? Ich kann noch, okay, Wochenbonus, Wochenquestpack, okay, David Garcia und ein süßes oder saures Standardpack nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Mal gucken, haben wir da irgendwas drin? Wahrscheinlich eher nicht. Oh mein Gott, Walkout. Lol, Walkout aus diesem Pack, aus diesem Standardpack. Was ist das jetzt? Ist das Nkunku, oder? Oh mein Gott, was? 96er Nkunku aus diesem Pack. Hä? Was ist hier los? Oh mein Gott, 96er Nkunku aus diesem Standard-Pack. Junge, was ist hier los? Der ist tradable. Wie viel bringt der? 15 Millionen, okay. Aber trotzdem, 15 Millionen einfach mal Nkunku. Gut, MS ist natürlich ein bisschen bodenlos. Ich glaube, wäre der Stürmer, dann wäre das jetzt hier was ganz anderes geworden. Aber ist ja geisteskrank. Einfach mal ganz entspannt hier einen Christopher Nkunku mitnehmen. Ja, aus so einem Pack finde ich das super. Ich habe gerade gesehen, mein Diaby scheint ein richtig gutes Investment zu sein, weil er ist echt nochmal gestiegen. Das freut mich. Die Marco ist ein bisschen gesunken, okay. Aber Nico Williams zum Beispiel ist auch ein bisschen gestiegen. Also sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, so wie ich es gemacht habe. Also viele haben mich dafür gehatet, also das heißt gehatet, aber viele haben es nicht ganz verstanden, mein Team-Upgrade. Ich muss sagen, an manchen Stellen dachte ich mir auch so, jo, das machen wir jetzt einfach mal. Aber im Endeffekt sieht es bisher zumindest gar nicht mal so schlimm aus. Außerdem habe ich ja auch noch mehr Luft gelassen, ich kann ja noch sehr viel machen, ist ja noch viel möglich. Weil es einfach neue Spieler gibt, ich kann immer noch ein bisschen was machen, habe noch ein paar Coins auf der Uhr, habe noch viele Mascheranos. Ich habe ja noch einen Spieler, Mikel Merino, habe ich ja noch auf der Bank sitzen, den ich eigentlich auch direkt noch reinpacken könnte. Ich warte noch ein bisschen ab, ob ich vielleicht nicht doch nochmal irgendwie was Krasses bekommen kann. Hier im Event noch was Gutes ziehen oder so. Und dann würde ich den wahrscheinlich auch spielen, den Mikel Merino. Genau, also ich habe da bisher wirklich, würde ich mal sagen, gar nicht mal so schlecht agiert. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das bewerten möchte. Thema Verlängerung habe ich ja auch schon angeteasert, wollte ich eigentlich heute öffnen. Dann habe ich aber gesehen, es gibt eine neue Verlängerung und auf die warte ich nämlich zum Beispiel noch. Hier, untauschbare Auswahl, 30.000 von diesen Punkten, 100 bis 103. Da habe ich so Bock drauf, Leute. Ich habe so Bock drauf, mir das zu holen. Ich möchte einfach einen Spieler bekommen, den ich spielen kann. Das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Keine Ahnung, ob ich Glück habe oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das kann ich schon mal so sagen und deswegen warte ich, bis ich die 30.000 Punkte habe. Ey, und dann 100 bis 103. Ich mache das einmal, wahrscheinlich wäre ich gebrochen, aber ey, egal, das ist einfach geisteskrank. Das ist einfach geisteskrank. Genau. Das hier finde ich auch interessant. Kriegen wir da safe einen 91er Mascherano?
Oder ist das hier nicht ganz safe? Ah ne, möglicher Bonus. Möglicher Bonus. Ich probiere es einfach einmal. Vielleicht haben wir Glück und ziehen ein. Ich glaube tatsächlich eher nicht, aber wir können ja mal versuchen. Ist natürlich cool, dass die Möglichkeit besteht. Ja gut, und wir bekommen natürlich keinen. Gut, dann lasse ich das mal lieber auch, weil 200... Warte mal. Sind jetzt überhaupt 200 Gems weggegangen? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass sich an meinen Gems nichts verändert hat. Komm, ich mache einfach nochmal. Ich mache einfach nochmal. Es verändert sich nichts an meinen Gems. Lol. Ist das ein Bug? Bei mir sind keine Gems abgezogen worden. Guck mal. Ich habe 3700 immer noch. Ich öffne nochmal. Es ändert sich nichts an meinen Gems. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug ist oder so. Ein Glitch oder was auch immer. Aber scheinbar nehme ich jetzt erstmal ein bisschen was free mit. Also habe ich jetzt kein Problem mit. Es ändert sich nichts an meinen Gems. Ja, also gut. Dann machen wir das jetzt erstmal. Leider sind das absolute bodenlose Packs hier. Um das mal so dazu zu sagen. Aber eins kann ich noch öffnen. Ei, das ist crazy. Also keine Ahnung, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Aber es ändert sich einfach nichts und die Packs sind absolut bodenlos. Ist das bei dem anderen auch so? Gibt es hier nicht noch eins für... Ah ne, das ist gratis, okay. Ich will es jetzt nicht hier versuchen, weil ich habe ja zwar ein paar Punkte. Wir werden es dann herausfinden. Ah, das ist gerade ein bisschen krass, okay. Also warum auch nicht, ne? Ganz ehrlich an der Stelle, ja, nehme ich halt die Spieler mit, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. So, gucken wir mal hier, alle einsammeln, aber es müssten eigentlich jetzt hier die Spieler sein und jetzt nicht irgendwie... Oh, ach so, Walkout? Warte mal, wieso Walkout? Warum Walkout? Ach, ist das jetzt hier wegen... Ach, Diogo Jota, als ob, dafür kriege ich einen Walkout. Ach, ganz ehrlich, EA, das muss doch auch nicht sein hier, ne? Das muss doch... Und jetzt wurde es abgezogen! Ich fasse es nicht. Jetzt wurde es abgezogen. Ist das bodenlos? Ey, da wurde ich ja richtig hochgenommen. Es wurde nicht direkt abgezogen. Ich dachte, das ist ein Glitch und jetzt habe ich 2700 Gems nur noch am Start. Ist das bodenlos, ey. Dann zieht es doch direkt ab, ganz ehrlich. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass ich jetzt hier einem heißen Glitch auf der Spur bin. Aber am Ende wurde ich so hochgenommen von EA. Ach, das ist doch bodenlos, wirklich. Das ist doch absolut bodenlos. Ich wollte eigentlich noch ein schönes 3K-Pack öffnen. Jetzt habe ich natürlich keine Gems mehr. Ey, das ist doch wirklich schlimm. Ja, zum Glück kann ich jetzt hier nochmal reingehen, mal gucken. Vielleicht bekommen wir hier nochmal ein bisschen was. Wie viele Punkte habe ich? 1300 kann ich ausgeben. Okay. Gehen wir jetzt einfach mal in die Richtung zum Ausgang. Aber ey, das hat mich jetzt gerade richtig gebrochen. Einfach doch 1000 Gems für nichts ausgegeben. Naja, vielleicht kriegt man hier nochmal ein paar Gems, aber ich glaube, hier ist dann gar nicht mehr so viel los. Hier sind, gut, 50 Gems, okay. Naja, aber lieber haben oder nicht haben, boah, dann eher haben, aber trotzdem hat mich das jetzt hier, boah, das mit den Gems hat mich so aufgeregt gerade, das hat mich so aufgeregt. So, was haben wir hier? Okay, keine Gems mehr. Dann nehme ich halt hier unten nochmal die Gems mit. Hä? Okay, hier waren Gems. Nein, es waren doch keine Gems. Doch, hier sind die Gems. Okay, nehmen wir die jetzt mal einfach mal mit. Nehmen wir die einfach mal mit. Zack, zack. Und dann hier einfach Richtung Ausgang gehen. Zack, zack, zack. Gehen wir hier einfach mal durch. Und schauen wir mal. Oh ja, 300 Gems. Na, immerhin. Haben wir es nochmal gepackt hier. Haben wir es nochmal gepackt. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir haben es doch nochmal geschafft, ey. Junge, 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 ey. Das hat mich gerade ein bisschen gebrochen, um ehrlich zu sein. Okay, bevor ich jetzt... Achso, Meilenstein öffnen. Achso, aber ich kann dann wahrscheinlich noch weiterhin öffnen, oder? Ich kann dann hier noch den Rest auch noch durchballern. Ich habe dann zwar den Meilenstein freigeschaltet, aber kann dann wahrscheinlich weiterhin noch öffnen, oder? Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass ich noch dann hier das zu Ende machen kann. Ja, doch, kann ich. Sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt 97 bis 100, mal gucken, können wir nochmal mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück und ziehen irgendwas Gutes, vielleicht auch nicht. Nehmen wir einfach mal mit. Let's go. Ein 100er wäre natürlich krass, aber wir gehen einfach mal jetzt so hier rein. Wir kriegen Chile, ZDM, keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer bist du? 99er sogar. Huiuiui, das ist krass. Sogar ein 99er. Okay, 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 okay. Ich habe zwar keinen Plan, wer er ist, aber ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn einfach mal mit und 200 Kürbispunkte bekomme ich auch nochmal. Perfekt. Das heißt, wir machen einfach mal weiter. Und ich wollte mir noch das 3K-Pack auf jeden Fall holen. Na, da gehen wir jetzt auch auf jeden Fall mal rein hier. Wo ist es denn?
Wo ist es denn? Da ist es. Perfekt. Gehen wir rein. 98 bis 103. Ich bin gespannt. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Und gucken einfach mal, ob wir vielleicht Glück haben oder nicht. Let's go. Ist ja hier ein Bundle. Und dann bin ich gespannt. Let's go. Pack Luck Pfeiffer, komm, bitte, 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 bitte. Kopf schon. Italien ist stark. LV ist auch stark. Boah, wer bist du denn? Ist das die Marco? Nee, ich bin lost. Zappacosta. Stimmt, aber ich bin halt mit dem, ja, ich bin mit dem Wappen noch nicht ganz klar gekommen. Deswegen, die Marco spielt ja woanders. Also, es kann ja gar nicht die Marco sein. Aber gut, 98 ist natürlich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr erhofft. Oh, ich kann auch das 80 bis 98 schnell mitnehmen. Zack. Kasami nehme ich nochmal entspannt mit. Let's go. Und ein 87er war noch dabei, okay. Kann ich jetzt eigentlich das hier noch mal schnell öffnen? Boah, nee. Will ich jetzt eigentlich keinen 99er reinpacken, um ehrlich zu sein. Da werde ich nochmal ein bisschen warten wahrscheinlich. Okay, das heißt, wir gehen einfach mal rein. Ich hätte es fast vergessen, aber ich kann mir noch zwei geile Icons auf jeden Fall abholen. Icon Chroniken, 6 Helden. Ich habe nämlich beide Pfade schon hier geholt. Ich habe jetzt 4000 Punkte und habe tatsächlich Keen und auch Cassias abgeschlossen. Hol mir die beiden jetzt ab. Ist natürlich für mich nur SBC-Futter. Aber komm, dann ist es halt so. Nehme ich trotzdem sehr, sehr gern mit. Ja, weil auch SBC-Futter kann man würdigen, ist ja klar. Und das heißt, entspannte Sache, wir gehen rein, wir holen uns das Ganze jetzt mal ab, mal gucken hier auf jeden Fall, ja, wie das jetzt hier aussieht, aber ich glaube, es ist ja die ganz normale Animation, da hat sich jetzt nichts dran geändert. Okay, können wir eigentlich auch skippen. Keen ist am Start, 100.000 Coins ist auch sind auch am Start hier. Datei Nummer 2 können wir natürlich auch mitnehmen, da habe ich Cassias jetzt am Start, sehr cool. Natürlich auch SBC-Futter, aber nehmen wir natürlich mit zwei Icons hier, zwei neue Icons vor allem. Das ist natürlich eine coole Sache und ja, damit kann man doch mal ganz gut haushalten, damit kann man auch ganz gut umgehen. Nehmen wir entspannt mit hier und dann können wir mal zur Datensammlung gehen und da kann ich noch das tägliche Pack auf jeden Fall mitnehmen. Was kriege ich jetzt hier? Oh, nochmal 300 Gems, okay. Nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Komm, wir nehmen einfach mal alles mit, was wir machen können. Einfach mal alles mitnehmen, was möglich ist, perfekt. 300, okay, 300.000 Coins natürlich und ja, sieht's doch gar nicht mal so verkehrt aus. Guck mal, vielleicht haben wir hier raus nochmal ein bisschen Packluck, das wäre es doch jetzt auch hier. Einfach nochmal ein bisschen Packluck hier raus haben oder Gems oder keine Ahnung, irgendwas einfach mal mitnehmen. Schauen wir mal, was bekommen wir, kein Walkout, 100 Gems, naja, nehmen wir mit, ist in Ordnung. Ich habe jetzt auch noch ein paar Pünktchen hier am Start, also alles entspannt und das heißt, das ist doch gut so. Das heißt, Leute, wir sehen uns einfach mal morgen wieder. Ich weiß nicht, ob ich morgen schon die Verlängerung öffnen kann oder nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, aber wir werden es einfach mal gucken, was noch so passiert. Das heißt, Leute, ich würde an der Stelle sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.